Geocaching ist ein weltweiter Zusammenschluss aus Wanderbegeisterten, Sportbegeisterten und, wie sollte man sagen, ein bisschen kindlichen Menschen, die Spaß daran haben, versteckte Schätze zu finden und auch wieder zu verstecken. Und das funktioniert über neue Technik, eben über GPS, wo kleine und größere Gegenstände versteckt werden, im Internet die Koordinaten angegeben werden und dann die von anderen Menschen wieder gesucht werden können. Also ihr habt jetzt einen Cache gefunden, einen sogenannten Spirit Cache. Es funktioniert ähnlich wie Geocaching, nur versuchen wir, dass wir Spirit Caches an spirituellen Orten verstecken oder Orten, die für Jugendliche eine wichtige Bedeutung haben. Und wir möchten die Inhalte mit spirituellen oder inhaltlichen Themen füllen. Das heißt, dass auch beim Finden eines solchen Schatzes nicht ein kleiner Gegenstand drinnen ist, wie beim Geocachen oder nur ein Logbuch, sondern dass auch Themen und spirituelle Inhalte irgendwie Platz finden. Er besorgt sich ein GPS-Gerät oder ein GPS-fähiges Handy, geht auf die KJ-Karte und auf der KJ-Homepage unter Spirit Caching und sucht dort den nächsten Cache in seiner Nähe, schreibt sich die Koordinaten auf einen Zettel und gibt sie in seinem Handy ein. Und das Handy oder das GPS-Gerät führt dich dann genau zu dem Ort, an dem der Cache versteckt ist. Dann kann man sich ganz leicht bei mir melden, im Forum Pfarrer Gemeinde, Jakob Fössner. Ich bin bereit, dass ich mit dir eine Caching-Tour veranstalte, dass wir gemeinsam cachen gingen. Oder dass wir einfach nur Caches verstecken gemeinsam und dass ihr das dann selbst macht. Ich kann mich aber auch nur treffen mit dir und dir das Gerät erklären und das Prinzip erklären und du gehst dann selbst cachen mit deinen Jugendlichen. Es ist eine ganz neue, andere Form von Spiritualität. Es ist draußen in der Natur und wir sind auf der Suche. Das ist allein schon eine spirituelle Qualität. Und wir erarbeiten uns die Inhalte. Das hat auch, also wir kriegen nichts präsentiert, sondern wir müssen uns das selbst suchen. Und gleichzeitig müssen wir, wenn wir einen Cache finden und dort neue Inhalte eingeben wollen, müssen wir uns ganz intensiv damit beschäftigen, was ist für uns ein spiritueller Inhalt, was hat da drin Platz, was ist so wertvoll, dass es ein Schatz wieder verstecken kann. Und das hat eine große Qualität und ein großes Potenzial in der Jugendarbeit, Jugendliche auch mündig zu machen, selbst spirituelle Texte auszuwählen oder sogar zu verfassen für solche Schätze.